Hallo meine Zuschauer und weiter geht es. Jetzt wollen wir uns hier noch mal ein bisschen umgucken. Oh, 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 oh. Wow. Okay, um das Teil hier kümmern wir uns gleich. Shunlong Shufu, Sohn von Snofu und Königin Hetepheres. Eins oder die erste. Der Bringer des Lichts, der safran gekleidete, der Geliebte der goldenen Kugel und der silbernen Sonne. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Okay. Okay, dann mal runter hier. Oder ich hätte vielleicht auch irgendwie rüberspringen können oder so. Noch eine Etage höher, glaube ich. Gut. Oh, shit. Hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Gut. Okay. Nee. So. Gut, ihr könnt jetzt auch einfach per Schnellreise hier rausgehen, aber ich möchte mir hier noch mehr angucken. Hier war ich definitiv noch nicht. Okay. Okay, hier komme ich wieder nach draußen. Okay, gut. Ich wollte eigentlich noch den anderen Weg da längs gehen. Der da, glaube ich, rechts war, bevor ich da die lange, elende, große Rampe da hochgerannt bin. Ne, aber das hat sich ja jetzt erledigt. Na gut. Bin quasi einmal komplett durch die Pyramide gerannt. Wow. Geil. Okay. So, was haben wir jetzt hier?
Okay. Ja, diese Kriegsbögen, die kann ich nur noch weniger leiden als die anderen. Ehrlich, Quatsch hier. Okay. So, was haben wir denn hier gefunden? Na, wir können weg. So, ein Punkt. Gut. Gut, ja, Rashidi wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht machen. Ach, das ist noch eine Mission. Gut, ich will jetzt aber hier Hauptquest machen. Okay, aber die Nebenquest hier, die nehmen wir jetzt nochmal an. Ist ja eh gleich hier vorne. Und dann machen wir Hauptquests weiter. Ist das nicht einer der Darsteller? Griechisch. Au! Oh. Wach auf! Wach auf! Oh, welch Glück! Dir geht's gut! Hier, steh auf! Verdammt, ich dachte, du liegst darauf. Liegen? Worauf? Was ist passiert? Meine Notizen. Ich bin Geograf. Cortesius, habe die Ehre. Ich glaube, wir wurden beraubt. Meine Taschen sind leer. Meine Notizen weg. Sieh mal nach deinem Geldbeutel. Du auch. Ich hätte es besser wissen müssen, als allein in die Wüste zu reisen. Aber ich finde diese Diebe. Und sie sollten zu den Göttern beten, dass meine Notizen unbeschädigt sind. Wir haben Glück, dass wir noch leben. An was erinnerst du dich? Erinnern? Mir wurde auf den Kopf geschlagen. Ich habe nur ein Pferd gehört, das weggaloppiert ist. Dann gibt es eine Fährte. Bleib hier. Fährten? Das kann nicht dein Ernst sein. Nee, also wir machen jetzt Hauptquest. Basta. Ende der Geschichte. Die Spuren sind frisch und führen nach Süden. Wenn ich Glück habe, dann sind sie noch nicht vom Wind verweht. Egal, wir machen das Hauptquest. Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodorus Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Na, ja, so, wo ist er denn jetzt? Und bleib doch mal Alter, du bleib doch mal stehen. Wo bist du denn jetzt? Na, da bist du doch. Halt! Willkommen bei Meretz Warenreisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Bezahle Meret, um mehr über die Hyäne zu erfahren. 100 Drachmen. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Hier, deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. Schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Du holst es mir zurück.
wenn Apollodoros weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Ah, gut. So, warte mal. Schnellreisepunkt gibt es da natürlich nicht. So, wo bist du? Ah, da kommst du hin. Bist du ein Freund von Meret? Okay, jetzt immer geradeaus. Ja, einfach immer geradeaus die Straße machen, dann kommen wir da schon an, wo ich hin will. Na, wohl kaum. Nur ein notgedrungenes Bündnis. Meret hat nicht oft Beschützer als Verbündete. Er traut den Behörden nicht. Aber er zahlt gut. Und nur wenige in Gizeh zahlen überhaupt. Man kann dem Sand in der Hand nicht trauen. Was könnt ihr mir über die Hyäne sagen? Diese Khaliset. Pack ihn ab! Ach nö! Hey, was? Wow. Endlich! Okay, gut. Ah, ah. Ich bring dich um. Dafür lasse ich dich leiden. Was? Ich töte dich. Ja. Ich habe freie Schussbahn. Ein Gemetzel hier, oder geil. Hey! Stirb endlich! Alter, was für ein geiles Gemetzel. Oh, herrlich. Okay, ich glaube, jetzt haben wir erstmal Ruhe, so ein bisschen. Lass mal gucken dann. Da oben ist noch einer. Ach, sie sind noch mehr. Okay, hier. Du kannst nicht fliehen! Okay, jetzt sind wir den erstmal auch los. So, warte mal, Leute. Wir nehmen jetzt mal... Ja, Quest. Fähigkeiten, ja, das machen wir ein anderes Mal. So, was habe ich denn jetzt hier jetzt neu bekommen? Leichter Bogen. Warte mal.
Och, ich töte dich. Ach, Kacke. Hey, was? Eigentlich schwer, so ein Meister. Hier lass ich dich leiden. Der gehört mir. Okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, hier mal rumgucken. Da ist noch ein Gefangener, da sind auch noch. Da ist auch noch einer. Aber hier ist nur ein Pferd. Kommt der jetzt hier hoch? Cool. Okay, und den da hinten brauche ich mich jetzt nicht kümmern. Der ist einfach zu weit weg. Das muss Meretz Pferd sein. Leider hat er mir verschwiegen, dass seine Kunden Banditen waren. Okay, jetzt wollen wir nochmal den Schatz mal hier plündern. Okay. Okay, warte, aber wo ist denn jetzt eigentlich der zweite Schatz? Keine Ahnung. Wo ist jetzt der zweite Schatz? Finde ich jetzt hier nicht, den sehe ich jetzt hier nicht, den zweiten Schatz. Hä? Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, keine Ahnung, wo der ist. Merkwürdig. Hey, was? Los, komm runter. Ja, komm runter. Stirb, du Sau. Gut. Er soll sich hier nicht drin verstecken, soll sich anschleichen und platt machen. So. Gut. Nee, also ich kann den zweiten Schatz hier einfach nicht entdecken. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Tut mir leid. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der ist. Nö, tut mir leid. Okay, dann reiten wir mal los. Och nein, das kommen die auch noch an und machen Stress. Och, lass mich nachkommen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt keine Lust mit euch zu spielen. Verfolgen die mich noch? Tatsache. Okay, warte mal, hau die jetzt. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Du hättest nicht herkommen sollen! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Ja, okay. Ungefähr so. Gut. Oh. Och nee. Du kannst nicht fliehen. Ja. Okay. Okay. Du bist zurück! Na, sieh mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Gut. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich habe genug! Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt.
wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist. Treff nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen! Okay. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das Sieg soll wieder dabei. Bye, bye.